Inshallah werden wir in diesen paar Minuten, und ich möchte nicht so lange machen, dass wir eher über eventuelle Lösungen oder über Perspektiven sprechen, wie man aus der Versuchung rauskommt, wenn man in der Versuchung steckt. Und wichtiger ist, wie könnte man sich vor Versuchungen schützen, dass man, wal-iyadu billah, nicht in den Schirk oder Bid'a oder Sündenbahnen gerät. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die erste Frage, die sehr wichtig ist für uns alle: Wie könnte man wissen, dass man in einer Fitna steckt? Weil es sein kann, dass das der Muslim von uns denkt: Ich mache alles richtig, alles ist in Ordnung und ich habe kein Fitna. Oder ich bin nicht in dieser Lage, dass ich sage, ich bin versucht worden oder ich bin in so in einem Problem eigentlich. Barakallahu fikum, Jazakumullah khair. Dafür gibt es vielleicht zwei Wörter, die sehr wichtig sind. Und zwar, wenn du früher etwas als Haram gesehen hast, wenn du früher etwas als Haram siehst oder gesehen hast, und weil du dein Gelüst folgst und du willst das als halal erklären, nicht weil du Beweise und Belege bekommen hast, dass dies deine Ansicht geändert hat, sondern weil du deinem Gelüst folgst, dann bist du in der Fitna, sofort. Und das ist, barakallahu fikum, was am schlimmsten ist bei vielen von uns oder unter uns, dass sie anfangen, die Fehler so zu beschmücken, als ob diese Fehler oder diese Sünden oder diese Bid'a oder egal was man von Schlechten macht, dass man das beschmückt, als ob das normal wäre und dass es richtig ist, und dann fängt man das zu verteidigen, was eigentlich falsch ist. Und deshalb haben die Gelehrten eine sehr schöne Aussage. Da sagte man, bevor man etwas verinnerlicht, oder bevor man von etwas überzeugt ist, dann sollte man erstmal nach den Beweisen suchen. Und wenn man die Beweise hat, dann könnte man sich eine Ansicht, wenn es unterschiedliche Ansichten unter den Gelehrten gibt, da könnte man sich eine Ansicht nehmen. Nicht aber, dass man eine Ansicht für sich nimmt und danach fängt man an, nach Beweisen und nach Belegen zu suchen, wenn man in diesem Fall steckt, dann wird man mit Sicherheit in Fitna geraten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Die Grundlage für jede Fitna ist oder sind zwei Themen. Taqdimul Hawa ala Shara, das bedeutet, dass man Gelüst vor der Religion bevorzieht. Gelüst vor der Religion. In Religion ist die Sache Pflicht, ist die Sache Haram, unerwünscht, erwünscht. Aber die Person hat, liebt eine Sache, hat Zuneigung zu einer Sache. Deshalb fängt man an, die Zuneigung zu nehmen und die Religion zu vernachlässigen. Das ist das Erste. Das Zweite, barakallahu fikum, dass man Meinungen vor Beweisen und vor richtigem Verstand bevorzieht. Also, dass man sagt, ja, meine Meinung dazu. Und natürlich, wir sind in Ländern der Meinung. Bei jeder Sache kannst du Meinung haben. Du kannst mittlerweile auch dein Geschlecht einmal im Jahr ändern. Was willst du mehr? Oder? Allah al-Musta'an. Und barakallahu fikum, dass man die Dunya liebt und bevorzieht vor der Religion. Das sind sozusagen die Basis für eine Fitna. Und wenn du suchst nach allen Bereichen von Fitna, was wir natürlich hier Fitna meinen, barakallahu fikum, Fitna hat verschiedene Bedeutungen. Fitna hat verschiedene Bedeutungen. Fitna kommt in der Bedeutung von Schirk. Von Schirk. Und Fitna kommt in der Bedeutung von Foltern und Verbrennen.
Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu. Die haben al-mu'minin al-mu'minat, das wird die gläubigen Frauen und gläubigen Männer, wurden verbrannt, weil sie ihre Religion nicht, die Wahrheit nicht verlassen haben. Al-Shirk wal-fitnatu ashaddu min al-qatl, das bedeutet, Shirk ist schlimmer als Töten. Fitna kommt auch in der Bedeutung von Prüfung. Von Prüfung. Und das ist jetzt das allgemeine Wort für Fitna. Und das kommt eigentlich von Fitna al-Dhahab. Wal-Fidda. Das heißt, Barakallahu fikum, das kommt von Gold und Silber zu filtern. Das heißt, das Reine auf einer Seite und was dazu gehört von Kupfer oder von anderen Metallen, dann trennt man davon. Und dies ist die Fitna, das ist die Prüfung, die wir alle haben. Aber wir reden nicht über die Prüfung jetzt. Fitna auch, Barakallahu fikum, hat die Bedeutung von einer Heimsuchung oder natürlich von Katastrophe oder von etwas, was sehr schlecht für einen Mensch ist. Und Fitna ist auch ein Krieg. Ein Krieg ist Fitna. Fitna ist auch, Barakallahu fikum, Spaltung. Spaltung. Und dass jede Gruppe von sich selber denkt, ich habe die Wahrheit und die anderen haben nichts davon. Und dadurch gibt es Gruppierungen und Parteien unter den Muslimen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und Fitna ist, und das ist unser Thema hauptsächlich, dass man dann, Barakallahu fikum, in der Tiefe steckt, dass man Sünden begeht, dass man Bid'a begeht und dass man sich von dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala entlöst langsam und da folgt man nicht mehr Koran und Sunna, sondern da ist man auf der anderen Seite von Haram und Seite von schlechten Sachen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, und die zwei Hauptfitna in diesem Bereich sind Ash-Shubuhat wa Ash-Shahawat. Natürlich, Ash-Shubuhat auf Deutsch zu übersetzen, das ist ein bisschen sehr schwer, das Wort Shubha. Da sagt man vielleicht Zwiespalt, da sagt man Unklarheit, Zweideutigkeit, aber alles ist nicht da. Und da kann man, wenn man auch sagt, Shubha ist, dass man kein Yaqin hat, dass man keine Gewissheit hat, dann Gegenteil ist Zweifel, das ist auch nicht der Fall. Deshalb Shubha, Barakallahu fikum, ist nur etwas, was man im Herzen bekommt, was innerlich ist. Und da hat man man sieht nicht mehr klar. Man weiß nicht mehr, in welcher Ebene man ist. Was ist das genau? Ist zum Beispiel Themen der Aqida, da weiß man nicht mehr. Und das ist das Erste. Und das kommt dadurch, dass man kein Wissen hat, dass man schlechte Absichten hat, dass man, wal'iyadu billah, Gelüst folgt und dass man kein Basira hat. Al-Basira, barakallahu fikum, das sind diese zwei Augen, die du in deinem Herzen hast. Es gibt, jeder Mensch von uns hat vier Augen. Zwei im Herzen und zwei im Kopf. Wenn die zwei, die im Herzen sind, blind sind, dann ist diese Person blind. Egal, wenn man auch bis 5000 Kilometer sehen kann. Aber wenn man blind in den Augen vom Kopf ist, dann könnte man auch noch nicht blind sein im Herzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das andere, barakallahu fikum, ist Fitnat al-Shahawat, also Begierden. Der Mensch hat Begierden, der Mensch verlangt nach vielen Sachen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat alles in Surat Ali Imran, barakallahu fikum, erklärt, subhanahu wa ta'ala, Zuyyina linnasi hubbu al-Shahawati min al-Nisa'i wal-Banin wal-Qanatir al-Muqantarati min al-Zihabi wal-Fiddati والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Das bedeutet, was man in dieser Dunya hat, was sind das? Die sind Frauen, die sind Kinder, die sind Gold und Silber
Das sind Al-Khail, die Pferde. Und die Pferde hier bedeutet, was teuer bei den Leuten war. Und dann Ländereien. Und An'am, das bedeutet Vieh. Das sind die Sachen, die der Mensch hat. Und das ist Al-Shahwa. Dann will man das immer davon haben. Und das meiste, was uns Muslime, Barakallahu fikum, trifft in diesem Zusammenhang, sind zwei. Das sind Frauen und Geld. Das wird Frauen und Vermögen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat klar über diese zwei Themen gesprochen. Barakallahu fikum, wazakumullahu khair. Und natürlich, die Leute, wenn sie in Fitna geraten werden, sind zwei. Ein Alim, aber wal'iyadu billah, der falschen Weg nimmt. Und ein Abid, das bedeutet ein Diener, normaler Diener, der Unwissen hat. Also entweder ist man Diener, der Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und der hat kein Wissen. Oder einen Wissender, aber wal'iyadu billah, der missbraucht die Religion. Und wal'iyadu billah, der versucht, seine eigenen, Belange oder was er verlangt, sein eigenes Verlangen so anzudeuten in der Religion, dass man sagt, das ist das Richtige und das andere ist falsch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und wenn die Fitnen kommen, Fitnen, Plural von Fitna, dann werden, barakallahu fikum, die Masken fallen. Und da sieht man richtig die Leute in den Zeiten von Fitna. Ich erinnere mich, barakallahu fikum, sagt Allah, nach dem 11. September, damals, ich bin in die Moschee reingekommen, ich habe gedacht, wo sind die Leute? Wo sind unsere Leute? Ich habe geguckt, ich habe gesagt, wer bist du? Ich habe gesagt, wo ist dein Bart? Er sagt, naja, siehst du nicht die Lage? Barakallahu fikum, Bärte waren alle weg. Auf einmal derjenige, der immer angezogen hat, der hat Probleme mit Familie und mit Nachbarn gemacht, weil er immer sagt, ich ziehe mich nach Sunna. Das war auf einmal ein Jeanshose Texas-mäßig. Vielleicht möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und hier siehst du eine Fitna. Eine Fitna lässt die Masken fallen und dann weiß man, und das sagen viele Leute, wenn was passiert, sage ich, dieser Mann hat uns immer gesagt, ihr sollt fest auf dem richtigen Weg bleiben. Schau mal, als mit ihm was passiert, wie er geworden ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, sagt Allah, damit du etwas auch verstehst, damit wir alle das verstehen. Alles, was dich von Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala und vom Weg Allah subhanahu wa ta'ala abbringt, ist eine Fitna. Das ist das allgemeine Wort für Fitna. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnst und wenn du vom Weg Allah subhanahu wa ta'ala abkommst, dann ist das alles Fitna. Alles. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und eine Fitna, eine Heimsuchung oder Versuchung, wenn das kommt und das ist noch nicht passiert, dann können nur die Wissenden das sehen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Wenn das passiert, dann kann jeder das sehen. Und mit dem Iman wirst du nicht in Fitna fallen. Sheikh al-Islam sagte, rahimahullah ta'ala, Al-Fitnatu idha waqa'at, lam yaslam min at-talawuthi biha, illa man asamahu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn eine Fitna uns heimsucht, dann wird keiner bewahrt werden von dieser Fitna, außer derjenigen, der Allah subhanahu wa ta'ala schützt. Und Allah schützt dich nur mit deinem Iman. Und dass du auf dem richtigen Weg bleibst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kein Prophet
kam vor mir, außer dass ihm Pflicht war, seiner Nation oder seinem Volk alles zu erklären, was gut ist, dass er ihnen das Gute befiehlt und ihnen und sie davor warnt, was für sie schlecht ist. Und diese Umma, unsere Umma, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihre Bewahrung am Anfang gemacht. Und es wird die Letzteren von meiner Umma etwas heimgesucht. Und die werden Sachen oder Themen passieren, die man nicht akzeptiert. Und dann kommt die Fitna. Dann kommt die Fitna. Und der Mu'min sagt, das wird mich fertig machen. Dann geht das weg und dann kommt noch eine Fitna. Der sagt, das ist diese Fitna, die mich, sage ich jetzt, wegmacht. Wer sich vor der Hölle retten will und ins Paradies kommen will, dann soll er sterben und er glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala und an den letzten Tag und pass auf, jetzt. Und er soll die Leute so behandeln, wie er sich selber von ihnen behandelt werden möchte. Er soll den Leuten das geben, was er auch sich wünscht, dass die Leute ihm geben. Die Überlieferung ist bei Muslim, barakallahu fikum, sagt. Derjenige, der wahrhaftig ist, wird ihm die Fitna auch nicht schaden. Ibn Hajar sagte, rahimahullah ta'ala, Sahibu al-Sidqi ma Allah, la tadurruhu al-Fitna. Wenn du ehrlich mit Allah subhanahu wa ta'ala bist und wenn du rein mit Allah subhanahu wa ta'ala bist, egal was von Fitna kommt, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich bewahren. Und barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dreimal, Inna as-sa'ida liman junniba al-fitan. Das bedeutet, derjenige, der froh sein wird am letzten Tag, der sich freuen wird, ist derjenige, der bewahrt wird von den Fitnen, von den Heimsuchungen oder Versuchungen. Und wenn ihm was passiert, das heißt, wenn er geprüft wird, dann zeigt er Geduld. Dann zeigt er Geduld. Barakallahu fikum, sagt Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim. Das bedeutet, ihr sollt euch beeilen mit guten Taten, mit guten Werken. Es werden Versuchungen und Heimsuchungen so sein wie die Dunkelheit der Nacht. Derjenige steht auf früh als Mu'min und geht ins Bett als Kafir. Der geht ins Bett als Mu'min und der steht auf als Kafir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Er verkauft seine Religion für etwas Billiges von Dunya. Und das ist die größte Fitna, was wir heute haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, zakumullah khairan. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Usama, Al-Bukhari Muslim haben überliefert von Usama ibn Zayd, radhiyallahu alayhi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal so geguckt und er hat gesagt, Hal tarawna ma ara? Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe die Stellen von den Versuchungen, zwischen euren Häusern, wie die Tropfen von Regen. Der redet zu Sahaba, radhiyallahu alaihim. Es wird eine Heimsuchung für euch kommen und das wird zu viel sein, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und natürlich, barakallahu fikum, in Fitna, das ist sehr schwer, an die Religion zu halten, festzuhalten. Außer diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, natürlich schützt. Und in jeder Zeit und in jedem Land, an jedem Ort, wird es, barakallahu fikum, Versuchungen geben
und es werden auch Heimsuchungen geben, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam gesagt hat, وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَتَكْثُرُ الْفِتَنُ. Das wird vor dem letzten Tag, werden die Heimsuchungen oder die Versuchungen sehr viel sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. Das wird die Fitna von Frauen und die Fitna von Vermögen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً. والله عنده أجر عظيم. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Das wird, wir werden geprüft, wir werden versucht. Und dann müssen wir zwischen zwei Themen hier barakallahu fikum unterscheiden. Oder ich werde nicht sagen zwischen unterscheiden, sondern wir müssen etwas verstehen. Es gibt heute und in jeder Zeit eine Fitna für die ganze Gesellschaft. Für die ganze Gesellschaft und Fitnen für die Personen. Und das fängt bei der Person an. Und wenn die Person versucht wird und diese Person besteht nicht und der wird nicht bewahrt, das wird reflektiert auf die ganze Gesellschaft und auf die ganze Nation. Was ist mit unserer Nation heute? Was ist wichtiger? Zu Freitag in die Moschee zu gehen oder weiterzuarbeiten? Was ist wichtiger? Eine schöne, hübsche Frau zu bekommen, auch wenn sie kein Hijab trägt, auch wenn sie nicht betet. Oder eine Frau, die vielleicht weniger schön ist, aber die Hijab trägt. Das sind, barakallahu fikum, Sachen, die sind vielleicht kleine Wörter, aber die haben einen Sinn, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, sagt Allah khairan, der gute Mann und die gute Frau, wenn sie heiraten, dann werden sie auch inshallah versuchen, ihre Kinder gut zu erziehen. Und die werden auch diese gute Charaktereigenschaften in ihren Kindern pflanzen. Aber wenn der Mann nicht in Ordnung ist und wenn die Frau nicht in Ordnung ist, dann werden sie was anderes tun. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Nachdem wir das gesagt haben, barakallahu fikum, wie konnte ich mich vor der Fitna schützen? Man braucht nicht so viel zu erzählen. Ich denke auch, man hat euch erklärt, wie man auf dem richtigen Weg fest bleibt und wie sollte man Festigung in der Religion bekommen. Aber barakallahu fikum, sagt Allah, Al-Fitanu tuttaqa bil-Imani was-Sidqi wa-Taqwa. Also wenn du nicht versucht wirst oder werden willst, dann sollst du richtigen Iman haben, du sollst ehrlich und wahrhaftig sein und du sollst Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Wenn du das machst, dann hast du dich geschützt vor der Fitna. Und wenn man dann in Fitna gefallen ist, dann sollte, barakallahu fikum, das Medikament und Heilmittel für diese Fitna die Haltung an Koran und authentischen Sunna sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Hudhaifa radhiyallahu anhu das erklärt. Barakallahu fikum, dann da sollte man viel Dua machen und Allah subhanahu wa ta'ala rufen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Person festigt. Da sollte man die richtige Anbetung mit Wissen praktizieren. In der Zeit von Fitna sollte man nicht viel reden. Eher wirken und weniger reden. Nicht viel reden und am Ende nichts. Nicht viel laut schreien und am Ende kein Eier vom Koran hat man gelernt. Nicht über Themen diskutieren, die nichts bringen. Und am Ende, wenn um Religion geht, dann hat man keine Ahnung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Man sollte auch in der Zeit von Fitna, barakallahu fikum, nicht viel Gerüchte verbreiten. Und nicht alles, was du hörst, erzählst du. Und das ist ein großer Fehler, was die Muslime gemacht haben. Die erzählen alles.
Ja, jemand hat das gemacht, jemand hat das gemacht. Und dann wird das in der Gesellschaft Normalität. Und egal, wenn das passiert, dann kein Problem für die Leute. In der Zeit von Fitna sollte man nicht selber entscheiden, wenn man nicht weiß, sondern man sollte die Gelehrten fragen und die Wissenden, barakallahu fik. Man sollte die Fitna nicht begegnen, wenn das passiert, sondern wegbleiben von Fitna. Al-Barbahari sagte, barakallahu fikum, in As-Sunna, Sharh As-Sunna, er sagte, إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك. Also wenn die Versuchung kommt, die große Heimsuchung kommt, dann bleib bei dir zu Hause. Das bedeutet, du sollst nicht viel mit den Leuten zusammenkommen. Warum, barakallahu fikum? Weil wenn du mit den Leuten zusammenkommst, dann wirst du eventuell infiziert von dieser Fitna oder angesteckt von dieser Fitna. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und wenn du angesteckt wirst, dann wirst du auch mitmachen. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es werden Fitnen geben. Es werden Heimsuchungen oder Versuchungen geben. Derjenige, der sitzt in dieser Fitna, ist besser als derjenige, der steht. Und derjenige, der steht, besser als derjenige, der geht. Das bedeutet, immer wenn du wegbleibst von Fitna, ist für dich besser, barakallahu fikum, sagt Allah. Das Wichtigste, barakallahu fikum, unter anderem ist, dass du weißt, warum Allah subhanahu wa ta'ala oder welchen Zweck die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala hat. Allah hat uns erschaffen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala allein und einzig anbeten. Und wenn wir diesen Sinn verstehen, dann was für uns Ibadah ist, praktizieren wir, und was kein Ibadah ist, wenn das erlaubt ist, kein Problem. Wenn das nicht erlaubt ist, dann lassen wir von Gewohnheiten oder von Normalität, barakallahu fikum, sagt Allah khair. Du musst spüren, immer damit du von Fitna oder damit du dich vor der Fitna schützt, du musst spüren und du musst im Herzen genau wissen und mit Gewissheit, Allah hat mich erschaffen, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala anbete, allein und einzig. Was er befohlen hat, praktiziere ich. Was er verboten hat, dann meide ich. Du brauchst keine Illusionen, barakallahu fik, sag Allah khairan, zu haben. Manche bei uns, die machen sich, die bauen sich sozusagen im Kopf etwas oder im Herzen etwas und die leben in Illusion. Du musst Gegenwart, dein Gegenwart verstehen und mit dieser Gegenwart kommunizieren und das Beste daraus machen. Wenn man innerlich leer ist, dann ist die Fitna eher bei dieser Person, sage ich jetzt, stärker als bei der Person, der innerlich stark ist und gefühlt ist von Iman und von Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich, barakallahu fik, der Shaitan versucht, dich einzuflüstern. Dann musst du vorsichtig sein diesbezüglich. Und du darfst nicht den Schritten von Shaitan folgen. Und die Schritte von Shaitan, die sind so verschieden. Und die sind manchmal so, barakallahu fikum, sensibel, dass du überhaupt nicht merkst, dass du den Schritten von Shaitan folgst. Du denkst, du machst alles richtig, aber das ist nicht der Fall. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Du sollst gut von Allah subhanahu wa ta'ala denken und gut von den Gläubigen denken. Und wenn die Muslime untereinander unterschiedliche Ansichten haben, dann sollst du das respektvoll behandeln und du führst das immer zum Beweis von Koran und Sunna. Dein innerlich sollte, oder dein was innerlich ist, sollte mit der Äußeren übereinstimmend sein und nicht von den Leuten sein, die äußerlich was sind, aber innerlich total was anderes. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.
Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Man wird immer versucht und man wird immer, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, Probleme haben. Und es gibt in unserer Zeit so viele Probleme und so viele Versuchungen. Wir haben mittlerweile Eltern, die ihren Kindern sagen, geh lieber in Bar oder in Disco und geh nicht in Moschee. Oder manche sagen ihrer Tochter, lieber, dass du einen Freund hast, als einen Mann. Das heißt, lieber wal'iyadu billah Zina begehen, als zu heiraten. A'udhu billah. Wir haben, barakallahu fikum, so viel Unwissenheit unter den Muslimen und das ist ganz normal, dass wir diese Versuchungen haben. Das geht mittlerweile, liebe Muslime, um Neid in Dunya-Themen. Neid in Dunya-Themen. Heute, wenn du hörst zum Beispiel, allgemein, wir reden jetzt allgemein, okay, es gibt Moscheen, 10% von den Muslimen gehen in die Moscheen am Freitag. Und 1% vielleicht beten in den Moscheen. Aber was ist mit 90%? Bei 90% der Muslime, was ist wichtiger? Die Religion oder ein schönes Leben nach ihrer Definition? Auch wenn das mit Riba ist, mit Wuchar ist, wenn das mit Haram ist. Deshalb ist es nicht mehr, dass du sagst, jemand lernt den Koran und kann Koran, geht in die Moschee, mashallah, praktiziert die Sunna. Das ist kein Vorteil mehr geworden bei den Muslimen. Die Muslime wollen, viele unter den Muslimen wollen nicht mehr lernen. Ihre Religion wollen sie nicht mehr lernen. Wenn man ihnen sagt, es gibt Unterricht oder es gibt etwas, der will das nicht. Und das sind Themen, die wir betrachten müssen, damit wir uns davor schützen. Nicht, dass wir auch, barakallahu fikum, in diese Bahn rutschen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Damit du nicht in der Fitna fehlst. Du sollst immer wissen. Erstens, wenn ein Fitna passiert, dann sollst du nicht froh sein, sondern du sollst traurig sein, auch wenn das bei den anderen ist, nicht bei dir. Weil heute ist das nebenan, morgen ist bei dir. Und das ist die Sache, das wird übertragen. Von jetzt früher, wir kannten viele Brüder, früher haben sie zu bestimmten Themen, ich erinnere mich, Wallah, einer, der Da'wah auch gemacht hat früher, Der wurde gefragt nach etwas. Der hat gesagt, Haram, Haram, Haram. Ich habe ihm gesagt, langsam. Es gibt unterschiedliche Ansichten bei den Gelehrten. Nicht so Haram, Haram, Haram. Nach ein paar Monaten wurde die gleiche Person gefragt. Halal, Halal. Uff, 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 uff. So schnell. Und leider heute, wenn man ein bisschen Druck bekommt, ein bisschen Druck, dann will man alles weglassen. Deshalb, erstmal, wenn was passiert, dann sollst du nicht froh sein, weil das bei den anderen passiert, sondern du sollst dich fragen, wenn das mit mir passieren würde oder könnte, wie werde ich mich verhalten? Da fragst du dich selber. Das heißt nicht, dass du dich in der Lage versetzt. Versuch das nicht. Weil der Prophet ﷺ sagte, La tatamannaw liqa al-adu. Das bedeutet, man sollte nicht hofft auf Begegnung der Feinde. Man sollte sich nicht begeben, auch wenn Ad-Dajjal kommt. Wenn Ad-Dajjal kommt, die Gläubigen werden lesen, wenn sie auch Analphabeten sind, die werden lesen auf seinen Stirn Kufr. Der Prophet ﷺ sagte, wenn er ausbricht, Ad-Dajjal, dann sollte man von ihm weggehen, nicht zu ihm gehen, weil du nicht weißt, wie die Sache sein wird. Deshalb gibt es einige Muslime, die immer gesagt haben, Subhanallah, Achi, Bruder. Ja, Allah al-Musta'an.
Dieser Buddha hat uns fertig gemacht, Allah Allah. Buddha, subhanallah, wäre ich in der Zeit vom Propheten. Ich hätte Allah Abu Jahl geschlachtet. Ich hätte das gemacht. Ich hätte ein Gelehrter, wurde ja so gefragt, der hat gesagt, Allahu alam, wärst du in der Zeit vom Propheten, vielleicht wärst du mit Abu Jahl gegen den Propheten. Deshalb aufpassen. Da muss man vorsichtig sein. Du weißt nicht, wie die Lage ist bei den Leuten. Und du weißt nicht, wann du schwach wirst. Jeder von uns hat Schwächen und hat Stärken. Und jeder von uns hat Barakallahu fikum. Keiner von uns ist perfekt. Und das ist noch ein Problem bei uns Muslimen. Wenn du heute Bart trägst oder wenn du praktizierst, dann verlangen die Leute von dir die Vollkommenheit, Perfektion. Du darfst keinen Fehler machen. Du darfst nicht wie die anderen sein. Du darfst nicht was sozusagen außer Reihe tun. Und das ist falsch. Wir sind alle Menschen. Das ist das Erste. Zweitens, Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Das bedeutet, du musst immer Bittgebete machen, du musst beten, du musst Geduld zeigen, du musst Geduld lernen, damit du auf dem Weg bleibst und du musst immer vor deinen Augen haben. Egal was passiert, wenn ich Geduld zeige, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mich belohnen. Und wenn ich mein Recht in Dunya nicht bekomme, dann bekomme ich mein Recht in Al-Akhirah. Das ist unser Aqidah, die klar ist. Aha, natürlich, die Leute wollen alles in Dunya. Warte, wir werden nicht viel leben. Und dann werden wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Dann barakallahu fikum. Du sollst immer versuchen, auf dem Weg von Koran und Sunna fest zu bleiben, aber mit gutem Benehmen, mit gutem Charakter und langsam die Sache nehmen. Nicht von 0 auf 100. Einige von euch waren da, denke ich mal, einmal waren wir in Düsseldorf, wir haben Unterricht gemacht, dann haben wir Pause gemacht, dann haben sie gesagt, es gibt einen Bruder, der will den Islam annehmen. Kann er Shahada sprechen? Ich habe gesagt, okay, komm, mach Shahada. Dann hat er Shahada gesprochen und dann saß er vor mir. Und dann hat jemand gefragt, was ist Urteil über eine Person, der Talisman oder etwas hier trägt? Der hat gesagt, Schirk! Kein Muslim. Ich habe gesagt, halt. Und gerade hast du La ilallah gesagt. Jetzt schließt du die Leute vom Islam aus? Man sollte denken. Man sollte, barakallahu fikum, über die Fitna auch nicht mit der Zunge sprechen, wenn ein Fitna passiert. Es gab Fitna zwischen Sahaba, radhiyallahu anhum. Was sagte der Imam Ahmed? Er sagte, Fitna tun ma khudnaha bi suyufina. Fala nakhuduha bi alsinatina. Das ist etwas, was wir nicht mit unseren Händen gemacht haben und wir waren nicht beteiligt. Dann beteiligen wir uns auch nicht mit unseren Zungen. Und das ist sehr wichtig. Nochmal, ich habe das gesagt und ich wiederhole. Wenn etwas Schlechtes passiert, dann sollte man das nicht überall verbreiten. Jetzt jemand beschimpft deine Mutter. Dann stehst du auf Mimbar am Freitag und sagst, Leute, jemand beschimpft meine Mutter. Okay, er hat deine Mutter beschimpft, nicht die ganze Moschee. Dann verbreitet man die Sache und am Ende wird das Normalität unter den Muslimen. Und schaut mal jetzt, viele Sachen, die haram sind, für uns sind ganz einfach normal. Und das zuckt bei uns gar nicht, wenn wir das sehen. Barakallahu fik, du musst vorsichtig sein. Es gibt unter uns viele Heuchler. Möge Allah SWT uns bewahren. Und diese Heuchler, die sind eigentlich, barakallahu fikum, Katalysator für die Fitnen. Katalysator. Weil die Heuchler, wenn sie Gutes bei den Mu'minin sehen, dann versuchen sie das zu stoppen. Versuchen sie das kaputt zu machen. Wenn sie Schlechtes sehen, dann versuchen sie zu unterstützen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Natürlich, das ist schwer, dass du über eine Person sagen, du bist Heuchler. Aufpassen. Geduld ist sehr wichtig. Das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Unterstützt dich, dass du nicht in der Fitna fällst. Weil du dann so, du hast so das Gefühl, ich habe einen Auftrag, ich habe einen Auftrag. Ich
sage den Leuten, mach das nicht, mach das nicht, dann vielleicht wirst du dich vor Allah subhanahu wa ta'ala schämen, dass du das nicht mehr machst oder vor den Leuten schämst, dass du das nicht mehr tust. Und deshalb, das ist sehr wichtig, dass man Al-Amr Ma'ruf wa Nahy Al-Munkar macht, aber natürlich, barakallahu fikum, nach den Regeln. Du kommst mit den Muslimin zusammen, mit ihrer Gemeinschaft zusammen und du bleibst zusammen mit ihnen auf dem richtigen Weg. Und das schützt dich vor Fitna. Wenn du das Gefühl hast, dass du in die Fitna fallen wirst, dann was machst du? Du sollst deinen Brüder um Hilfe unterstützen. Um Unterstützung und Hilfe bitten. Und die können dir dann, inshallah, helfen. Aber jeder nach seiner Möglichkeit, barakallahu fikwa, jazakallahu khair. Das sind einige Themen, die vielleicht mit diesem Thema, barakallahu fikum, Fitna zu tun haben. Nochmal barakallahu fikum, jazakallahu khair. Alles, was dich von Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala und von der Religion wegbringt, ist Fitna. Dazu zwei Themen. Hawa, Gelüst. Und, barakallahu fik, falsche Meinung. Begierde des Lebens, das lassen die Person in Fitna fallen. Sonst, wenn du Allah fürchtest, wenn du nach Wissen suchst, wenn du das Gute praktizierst, dann wirst du nicht in Fitna fallen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dich schützen wird. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt natürlich viele Beispiele von Fitna. Es gibt Fitna in Vermögen, Fitna in Familie, Fitna barakallahu fikum bei den Kindern. Verschiedene Arten von Fitna. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Ich denke, ich habe so viel gesprochen. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.